Hallo, hier ist wieder eure Anita von Bau It Yourself. Wir möchten euch in diesem Video zeigen, wie ihr relativ einfach zwei recht schöne, stabile Rankhilfen für eure Kletterpflanzen oder Tomaten selber bauen könnt. Diese hier besteht aus Bankierei und Gewindestäben. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, die zweite Rankhilfe besteht aus einem Holzrahmen, wie ihr sehen könnt, und aus einem Edelstahlseil, das wir hier mit Hilfe dieser Ösen gespannt haben. Wie genau wir das gemacht haben, seht ihr im nachfolgenden Video. Viel Spaß damit! Die Wand schön machen. Und dafür streiche ich jetzt diesen Holzschuppen, der mittlerweile schon sehr, sehr verwittert ist, einfach in weißer Farbe. Die erste Schicht ist fertig. Wir werden uns das morgen mal angucken, das Ergebnis, wenn es schön gleichmäßig getrocknet ist. Wenn alles gut ist, dann bleibt es so. Sollte es irgendwo Schattierungen oder irgendwas aufweisen, dann streichen wir es einfach nochmal. Mit dem Streichergebnis von gestern sind wir schon nach dem ersten Anstrich super zufrieden. Das kann also so bleiben, müssen wir nicht mehr nochmal streichen. Deswegen geht es heute schon ans Rankgitter bauen. Für dieses hier brauchen wir jetzt erstmal drei Abstandshalter, um einfach nachher von der Wand wegzukommen, damit die Pflanze auch Platz hat, dahinter zu ranken. Und dann werden wir diese Stäbe durchstecken und diese quasi als Rankhilfe nehmen. Ja, jetzt gehen wir bohren, danach wird es gesägt und dann können wir schon ans Streichen und Zusammenbauen gehen. Die Bohrpunkte habe ich hier schon markiert und genauso die Sägestriche nachher. Jetzt wird gebohrt. Ganz gut ist, wenn ihr so einen Standbohrer habt, weil es einfach relativ hartes Holz ist, das wir hier verwenden, damit es eben auch langlebig ist und damit man dann einen geraden Bohrgang durchkriegt, ist so ein Standbohrer einfach super. Mit unserer Makita-Säge können wir hier einen Laserstrich auf unseren Strich anzeichnen und somit kann ich jetzt relativ einfach das Ganze sägen. Hier kann ich es noch gut festschrauben, sodass das Holz stabil liegt und ich nicht irgendwie mit den Fingern das halten muss. Also sehr gut geschützt, dieses Gerät. Gut, unsere drei Teile sind fertig. Das vierte große Teil, das brauchen wir für vorne dran. Wie genau, werdet ihr gleich sehen. Die Löcher sind jetzt in alle drei Teile gebohrt, sie sind abgesägt. Jetzt kommen noch die Löcher in die lange Latte. Diese wird dann nachher mit den Schrauben und diesen Zwischenstücken an der Holzwand befestigt. Deswegen werden wir jetzt hier in dieses Teil mit einem größeren Bohrer, in dem Fall einem 16er, ca. 1 cm ein Senkloch machen, damit nachher die ganze Schraube komplett im Loch verschwindet. Jetzt mache ich als erstes quasi dieses Senkloch und dann hinterher bohre ich einmal komplett durch. Wir haben unsere Löcher für die Schrauben hier schon durchgebohrt. Die sind ja, um nachher die Abstandshalter machen zu können von der Wand. Jetzt brauchen wir aber auch noch Löcher für diese Streben. Und die machen wir genau versetzt. Also vorher waren die Löcher hier, jetzt kommen sie hier oben rein, um dann die Stäbe von oben nach unten durchstecken zu können. Genau, jetzt werden einfach die Löcher gebohrt. Wir werden 6 Streben machen, deswegen 6 Löcher. Und wenn ich damit fertig bin, dann sehen wir uns wieder. Dann geht's weiter. So, wie ihr hier seht, steckt man die Gewindestäbe einfach jetzt quer durch unsere Bohrlöcher. Ob man das nachher mittig macht oder weiter nach rechts oder links verschiebt, bleibt jedem selbst überlassen. Natürlich auch, ob man das irgendwie in einer peppigen Farbe streicht, in einem Naturton oder einfach nur in einem Holzschutzlasur, damit das Holz geschützt ist. Ich probiere jetzt erstmal, ob die Gewindestäbe überall durchgehen. Aber da wir richtig gebohrt haben, ist das gar kein Problem. Und wir haben uns entschieden, es noch zu streichen. Das werde ich dann nachher noch tun. Und dann werden die Gewindestäbe mit Muttern und Unterlegschrauben fest angezogen, sodass sie nicht mehr wackeln. Und dann kommen nachher unsere Abstandshalter von hinten dagegen.
und die Schrauben einmal komplett durch. So, könnt ihr das sehen? Und dann haben wir hier hinten nachher die Mutter, mit der wir das Ganze an der Holzwand festschrauben. Und so in der Art wird nachher unser Rankgitter aussehen. Unsere nächste Rankhilfe kommt an die Wand hinter mir. Diese wird ein Rechteck werden, an die wir in diese Ösen schrauben werden. Und dann wird mit einem Edelstahldraht, dieser ist 2 mm dick, die ganze diese Ösen verbunden, also ein Seil gespannt. Und das wird nachher die Rankhilfe für unsere Pflanzen sein. Die werden das auch wieder farbig streichen, wahrscheinlich in der gleichen Farbe wie vorher. Das bleibt aber jedem selber überlassen. Und jetzt legen wir los. Als erstes sägen wir jetzt die kurze Seite. Und zwar einmal genau mittig durch. Ja, und schon haben wir die passenden Maße für unser Rechteck. Jetzt brauchen wir die Schrauben und diese werden wir dann benutzen, um mit diesen Winkeln unsere Eckverbindungen herzustellen. Dafür räume ich jetzt mal kurz die Säge weg und den Bohrer und dann geht's weiter. Die zwei Winkel haben wir jetzt schon festgeschraubt. Wir haben jetzt diese benutzt, da die einfach am meisten Halt bieten. Und die werden jetzt noch mit der kurzen Seite verschraubt. Mein Schatz, hilf mir! Damit es schneller geht. Naja. Wir haben uns jetzt entschieden, diese Strebe hier ein bisschen nach oben versetzt zu machen, weil wir es unten eh nicht sehen werden, weil der Blumenkasten bei uns direkt davor steht. Deswegen sägen wir es jetzt nochmal ab, nämlich genau auf 93 cm, was unser Innenmaß oben ist. Und dann können wir es in die Mitte reinsetzen. Das gibt dem Ganzen auch nochmal mehr Stabilität. Gut. Sägen und dann schrauben wir es weiter fest. Mit Hilfe des Winkels wird jetzt der rechte Winkel ausgerichtet und dann können wir auch schon unsere Winkel in die Ecke setzen, mit dem Bohrer die Löcher vorbauen. Über die Bleche streiche ich einfach drüber, dann sieht man die auch nicht so arg. Diese Rankhilfe kann jetzt erstmal trocknen. In der Zeit schrauben wir, wie Sven hier schon angefangen hat, im Hintergrund die erste Rankhilfe zusammen. Und ich gehe mal kurz den Pinsel auswaschen und dann geht es gleich weiter. Wie ihr hier sehen könnt, werden die Gewinde mit Unterlegscheiben und Muttern direkt an dem Stab befestigt. Sven zeigt schon mal eine sehr schnelle Variante davon. Nämlich von oben nach unten die Mutter mal durchzudrehen. Die erste Mutter ist schon drauf. Unterlegscheibe. Und dann das Ganze einfach durchschieben. Das geht gerade ein bisschen schwieriger. Liegt wahrscheinlich an der Farbe, weil vorher hat es ohne weiteres funktioniert. So. Die Gewindestäbe sind bei uns genau 1 Meter lang. Und somit müssen 50 cm genau in der Mitte sein. Und schon habt ihr euer Mittelmaß. Unsere Rankhilfe ist jetzt von beiden Seiten gestrichen und dank diesem wunderbaren Wetter auch perfekt abgetrocknet, sodass wir jetzt heute die Ösen draufschrauben können. Die Ösen haben wir jetzt gleichmäßig verteilt. Auf der anderen Seite werden sie dann quasi diagonal versetzt, also quasi eigentlich mittig angeschraubt, sodass es nachher, wenn wir das Seil spannen, eine schöne Dreiecksbildung gibt. Und wenn wir dann damit fertig sind, dann drehen wir das Ganze um, machen die andere Seite und dann wird das Seil auch schon gespannt. Wie ihr sehen könnt, sind jetzt hier oben schon die Ösen befestigt. Wenn ihr die festschraubt, achtet darauf, dass ihr Edelstahlschrauben nehmt. Wir haben hier 4x30 benutzt, einfach damit es nicht rostet und ihr lange was davon habt. Ja, jetzt kommen die Dinger diagonal versetzt und dann schrauben wir auch die fest.
Jetzt wird es relativ kleinteilig. Wir fangen an, den Draht zu spannen. Wir fädeln ihn dafür einmal durch. Und dann haben wir so, so eine Klemme. Hier wird es quasi durchgesteckt. Ich zeige es euch kurz. Im Prinzip die Schlaufe so. Dann kommt von der anderen Seite diese Platte drauf. Und dann wird das Ganze mit so einer kleinen Mutter angezogen. Ich schnappe jetzt den Sven als Hilfe, weil das alles relativ viel zu halten ist und gleichzeitig Schrauben. Deswegen machen wir das jetzt kurz zu zweit. Richtig schön satt anziehen, damit euch der Draht nicht wieder rausrutscht. Einmal von vorne und von hinten seht ihr nochmal, wie es verschraubt ist. Und jetzt fädeln wir ein. Und jetzt machen wir es oben eben auch wieder mit so einer Klammer zu. Nochmal richtig schön straff ziehen mit einer Zange, damit es auch wirklich Spannung hat und dann nochmal verschrauben. Dieses überstehende Edelstahlseil. Das zwicken wir jetzt einfach mit der Beißzange ab, und zwar auf die Länge, wo wir es gern haben wollen. Fertig ist unsere neue Rankhilfe. Wir hoffen, euch hat unsere Bauanleitung gefallen und das Video dazu. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbauen und vor allen Dingen viel Spaß mit euren Pflanzen. Bis bald, eure Anita von Bau It Yourself.